Hallo Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Charlie und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 17. Wir zocken weiter in den Karrieremodus mit unserem HSV und ich muss echt sagen, nach der letzten Leistung, ne, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht. Ich würde denen echt gerne Straftraining geben, wenn das möglich wäre, aber wir spielen ja nicht Manager hier, ne? Wir haben keinen Zugriff ins Spiel bekommen, haben eigentlich noch eher Luck gehabt, dass wir noch nicht verloren haben gegen Dortmund. Und da sehen wir es nochmals 0-0. Und jetzt hier gegen Hoffenheim. Ich weiß gar nicht, in echt stehen natürlich nicht so gut wie, im Spiel stehen nicht so gut wie in echt. Oh, die sind auf dem Abstiegsplatz. Oh, Relega. Oh. Bremen ist 17. Ah, das ist ja für die Seele. Nur für die Seele. Nicht böse sein, nur für die Seele. Okay, wir haben wohl eine längere Pause. Ist Länderspielpause? Oh ja, stimmt. Ich glaube, wir haben eine Nachricht bekommen. Abgestellte Spieler, ne? Wir können wieder trainieren. Wir trainieren ja nur. Was kann ich hier machen? Ich mache das hier. Geht wohl nicht so. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Aber wird schon stimmen. Ah, Dolberg ist auch weg. Wir können... Lassocker! Obwohl... Ich glaube, das ist vergebene Liebesmühe. Und ich habe gerade einen Windows-Sound bekommen. Ich weiß nicht, welchen. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Wir trainieren auf jeden Fall Halilovic. Dann könnten wir auch Ødegaard wieder mal trainieren. Ballkontrolle, ja, das ist glaube ich ganz gut so. Dann haben wir mal wieder ein Training bei Ødegaard rein. Der übrigens kaum noch spielt bei uns gerade, ne? Wir bringen ihn zwar immer mal so rein, ja, das schon, aber das ist nicht so der Mega-Hit, ey. Warte mal, Innenverteidiger, ne? Da ist so Oxford. Boah, den müssen wir auch. Oh, habt ihr das gesehen? Schwer, beide schwer. Wir machen das hier, ist geiler als Rondo. Alles simulieren. Alter, wenn der jetzt ein A bekommt, dann geht der überall steil hoch, ne? Dann ist der 100 pro Einhör. Ein C. Oh. Okay, trotzdem C hat er das Hör bekommen. Allerdings ist Deckung immer noch auf 74, aber das ist okay. Ist okay. Inacho B. Kostic hat wieder voll reingeschissen, genau wie Ødegaard. Na, da sieht man mal wieder, die zwei Trainingsfaulen. Nein, egal. Weiter geht's. Da ist das Spiel gegen Hoffenheim. Oh. Oh, danke, Chef. Pierre, was? Danke? Okay. Und welches Scouting bricht? Da müssen wir einmal schnell schauen, ob wir ein neues Talent finden. Potenzial 66. Oh, 94! Ja, den nehmen wir. So. 91 nehmen wir auch mal. 90 auch. Oh, 93, ja? Nehmen wir den 5. Ja, komm, den können wir auch mal nehmen, ne? Den 85er nehmen wir auch mal. Wie weiß, wo ist das Problem, wenn ich den haben will? Die Jugendmannschaft ist komplett. Ah, okay, verstehe. Wir müssen irgendwen rauskicken. Potenzial. Da haben wir doch. Oh nein. Oh shit. Warte mal. Was mit dem? Freigeben. Was mit dem? Freigeben. Und tschüss. Ja, ich meine, die brauchen wir echt nicht, ne? Die sind zu schlecht. So. Freigeben. Ich meine, ich will so schlechte Luschen will ich nicht haben hier. Wir brauchen Spieler mit Können, mit... Wie soll ich das? Mit Flair. Oh, jetzt kommen das noch Fußballphrasen. Der weiß, dass es Runde ins Ecke gehört, keine Ahnung. Danke, dass Sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze. Sonst muss ich den Verein wechseln. Okay, sitzt er bei uns auf der Bank? Ja, ne? Ja, der sitzt auf der Bank. Bin ich verstanden? Ja, da ist er. Okay. Okay. Ne, das ist in Ordnung. Das ist ja eine vernünftige Bitte, die er da äußert. Er muss nicht jedes Spiel spielen, aber er braucht Einsätze. Alles klar. Alles klar. Ich möchte nämlich eigentlich echt gerne den Lassorga behalten. So. Ich weiß, versteht ihr wahrscheinlich nicht, aber... Man muss einfach sagen, eine Saison lang hat er uns den Arsch gerettet und ich zeige halt Dankbarkeit. Es war nicht die letzte Saison und auch nicht die vorletzte, glaube ich, oder? War das vorletzte Saison, als er 13 Buden gemacht hat oder so? Der hat halt ein paar wichtige Tore gemacht, ne? Und das war halt für den HSV das Ding zum Klassenerhalt.
Mit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf der allerherzlichste zur heutigen Partie. Okay, Freunde, wir spielen auswärts. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Er entwickelt sich zu unserem Gunsten hier. Heute heißt es also Hoffenheim gegen den HSV. Jo. Der HSV ist hier klar die bessere Mannschaft, hoffe ich. Wir müssen ein Zeichen setzen nach dem letzten Spiel gegen Dortmund. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv. Kommt schon, Ballbesitz. Verteidiger ihre Rolle interpretieren. Ah, oh, fuck. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Oh, scheiße. Noch ein Pass nach vorne, der ankommt. 4-4-2 mit Raute. Komm, Adler. Und entsprechend wird sehr gut. Mittelfeldspieler, sehr gut, safe. Vorne natürlich verstärkt unterstützt. Oh, Kostic schuldet den Ball bei der Ballannahme. So wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Hallo, ihr seid zu dritt und lauft nebenher. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Okay, der erste Torversuch geht aufs Konto von Hoffenheim. Was jetzt eigentlich ja wieder eher ungeil für uns ist, weil es ist nicht so das Zeichen, was wir setzen wollten. Auf ihn sollten wir heute. Okay, wir versuchen es mit Schnelligkeit werden sie nutzen. Klassischem Spielaufbau. Die kann er ein ums andere Mal ausspielen. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, sehr gut. Gefährliche Flanke. Oh, Eckball. Und abgefangen vom Verteidiger. Eckball ist schon nicht schlecht. Ecke für den Hals. Kann der Verteidiger nochmal gut reingelaufen. Oh, da steht einer. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Oh. Ist das Baumann? Das ist ganz schön scheiße für Baumann. Ne, ist nicht Baumann. Heißt der Stolz? Ist er jetzt Stolz? Das ist die Bonusfrage, ne? Joe! Gute Aktion, gut geklärt. Komm schon, Wood. Ah, den hättest du dir echt mal erlaufen dürfen. Und dann das Spiel gleich wieder in sein Warum nimmst du nicht einfach Stolz? Warum nimmst du den Ball nicht an? Nikolai Müller. Das könnte eine Gelegenheit. Oh, schön. Zwar weitergespielt auf den hinteren Mann. Wie Nacho. 1-0. Nacho. Wir führen auswärts. Mhm. 18. Minute. Trifft den Ball voll und mit Power geht die Kugel ins Netz. Ja, lange Ecke. 1-0, Freunde. Oh, damit haben wir den ersten drittes Bundesliga-Tor von Ian Nacho. Könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Irgendwie stelle ich mir den immer viel stärker vor, aber der hat erst Kiss 3 Buden. Ich stelle mir den echt immer irgendwie besser vor. Naja. Egal. Mit ihrer Passsicherheit konnte schön gemacht von ich glaube, das war Gideon Jung. Gideon Jung spielt gar nicht. Da muss Oxford gewesen sein. Ein schöner Pass von Alinovic auf Oxford. Und Emma. Nein! Nacho! Schön geklärt. Och, um Himmels Willen. Ja, genau. Reg dich auf, Junge. Reg dich auf. Das ist scheiße. Das muss ja einfach das 2-0 sein. Geht nicht anders. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Gutes Zuspiel. Auf Wood. Wood macht es. Nein, er macht es auch nicht. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Boah, scheiße. Und dann klärt er den Ball auch noch zum Einwurf, Alter. Nice, Respekt. Da muss man Respekt Halilovic. Ja, ich wollte ihn durchstecken, Halilovic. Komm schon, Abwehr. Ja, gut gemacht, Giroud. Gut gemacht, Giroud. Holtby. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah, ich hab gewusst, der spielt darunter. Und ich wollte eigentlich auch zwischenlaufen, aber ich war zu langsam. Verstehe aber nicht, warum er jetzt gerade nicht. Ich habe versucht zu wechseln. Das ging nicht. Warum er nicht gewechselt auf Ian Nacho? Weil wäre man viel schneller da gewesen. Hätten wir vielleicht sogar den Ball nehmen können, aufs Tor laufen können. Kostic. Ah, schön gespielt auf Wood. Bobby Wood. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Okay, wir sind jetzt aber gerade im Drücker, ne? Ball draußen gibt Ecke für Hamburg. Ja, komm schon. Kostic, gleich nochmal versuchen. Flanke abgefangen. Schade. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Ah, der 26 ist Oxford. Okay. Der Junge. Den wir mal trainieren. Diekmeier. Ja, schön durchgesteckt. Schön durchgesteckt. Das war mal richtig gut. Kostic. Oh, schönes Passspiel. Bobby Wood. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Okay, eigentlich sollte der Ball auf Inacio. Jetzt aber. Vielleicht. Das war ein Pass zu viel. Scheiße. Die Defensive steht. Ah, da entscheidet er den Vorteil. Und er pfeift Freistoß.
ein Pass zu viel. Ich hätte schießen sollen mit Holtby. Oh nein. Das war so doof von mir, ne? Oh. Jetzt habe ich das Tor selbst voll verschenkt. Diekmeyer. Jetzt gespielt auf Iheanacho. Und Wood. Das gibt's doch nicht. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Oh. Also Stolz kann echt stolz auf sich sein. Eigentlich kann die ganze Mannschaft stolz auf ihn sein. Nikolai Müller. Im Moment kommen sie nicht richtig. Müller mit einem Tempoantritt hier. Aber, okay. Ah ne, das war auch Diekmeyer. Müller hat den Pass vorher gespielt, okay. Wird das eine Torchance? Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte. Naja, es steht zur Halbzeit, wenn man mal ehrlich ist, nur 1-0. Ne? Wie steht es bei den anderen? Wie steht es denn bei Bremen? Bremen 0-0. Nein, das ist aber auch nicht gut. Dann kriegen die einen Punkt. Und sie davor haben auch nur 9. Obwohl die sind 17, das wäre legal. Ja, das ist auch noch okay. Wir spielen erstmal so weiter. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern. Ja, aber im Moment liegen sie hinten. Wir wollen trotzdem gewinnen, ja? Der kann auch. Er darf nur nicht Chuck Norris bringen. Das wäre echt scheiße. Aber das ist auch unfair. Ich glaube, der ist auch gesperrt oder so. So, spielt er nicht aus Sandro war. Ja, da vorne ist er. Oder? Mit dem orangen Schuss ist nicht wagen, oder? Der ist ja echt gut, ey. Das muss man ihm mal gestehen. Sandro Wagner ist echt ein guter. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Bobby Wood. Klasse aufgepasst vom Tor. Ich sag da nichts mehr zu. Ich finde, Sandro Wagner sieht so ein bisschen immer aus jetzt wie so ein deutscher Möchtegern Ibrahimovic mit seinem Bart und so. Ostrolek. Aber Wagner ist ein guter. Holtby. Ohne Scheiß. Also wenn man deutsche Stürmer nimmt, richtige Stürmer, dann ist er schon ganz vorne mit dabei und ein paar pass auf, Wood. Alter, will der mich verarschen, der Junge? Der Ball ist über der Linie, Einwurf. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Hoffenheim. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Und wer das hat verpasst, ist selbst schuld. Für jetzt wirklich schon wieder den scheiß Pfosten getroffen? Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Also ich nehme Wood gleich raus. Ich nehme ihn gleich raus. Ich bring Pierre-Michel. Dann ist das Spiel vorbei. Was macht denn Diekmeyer da? Für den HSV. Ja, okay. Okay, dann verzeih ich das nochmal. Also Wood muss raus. Sie hat jetzt zweimal Pfosten getroffen, zweimal den Torwart angebolzt, wie so ein Möchtegern Gangster, ich nenne es jetzt Gangster, ja. Ne, okay, pass mal auf. Ich kann nicht alle bringen, das ist ja klar, ne? Ich wechsle jetzt aber komplett. Ich bringe jetzt Ødegaard und ich nehme Iheanacho raus und bringe Gregoritsch. Dolberg bleibt dieses Spiel auf der Bank. Wir haben jetzt die, wie viele Minute? 61. Ich hoffe nur, keiner verletzt sich mehr. Eine Verletzung wäre scheiße, weil dann sind wir nur zu 10. Er steht gut und hat den Ball. Ja, was ich nicht geil finde, nein! Er ist frei, da kann er auch werden. Nein! Vargas! Oh. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Okay. Zur Ecke abgewehrt. Bei so vielen Chancen, die wir hatten und nicht gemacht haben, ja? Ist das aber, kann man auch ruhig mal ein bisschen Lack haben. Nutzen sie nicht, sie liegen weiter hinten. Ja. Und das ist auch gut so, liebe Freundinnen und Freunde. Oh mein Gott. Ja, da ist Pierre-Michel. Erste Aktion gleich richtig gemacht. Und Gregoritsch. Die Chance. Da macht er ihn rein. Ja. Da zeigt ja. Er, was er kann nach seiner Einwechslung. Eingewechselt beide erstmal geregelt. Ich glaube, das war sogar von Lasogga auf Ødegaard. Von Ødegaard auf, ja, auf Gregoritsch. Und Gregoritsch macht ihn. Hier ein ziemliches Chancenplus herausgearbeitet. Ja, das machen sie wirklich. Ja, gut. Nice. Mit Abschlüssen hätte man so vielleicht das Spiel nicht unbedingt erwartet. Ja, meine Auswechslungen waren perfekt. Habt ihr das gesehen? Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal das sehen, müsste mit meinem Stream so passieren. Aber da würde mir wahrscheinlich nur passieren, Lasogga bricht sich ein Bein. Und Gregoritsch wahrscheinlich auch 8 Wochen verletzt. Dann kommt wieder Minuten zu absolvieren. Ja.
Ja, ja. Der Chat ist immer auf meiner Seite im Stream. Ah, schade. Es war ein Passversuch von Lasso. Kurze Erinnerung an den nächsten Gegner des HSV, Buschi. Ja, wer ist der nächste? Es geht gegen Werder Bremen im nächsten Bundesligaspiel. Zu Hause. Da müssen Sie sich wohl keine großen Sorgen machen. Ja, ja, ja. So will ich das hören. So will ich das hören. Freunde, das nächste Spiel ist gegen Bremen. Dürft euch auch morgen freuen. Kostic. Ah, Lasogga. Schade. Ich dachte, ich kann mich um den herum. Oh, der Ball ist weg. Gibt's jetzt Vargas. Oh, das sagt er. Ich dachte, ich kann mich mit Lasogga um den herumdrehen. Ja, und dann den Pass spielen. Sie brauchen langsam mal einen Treffer, wenn das hier überhaupt noch irgendwas werden soll. Was? Nein, soll es nicht. Da zieht er ab. Und der Torhüter ganz. Ja, aber das ist ja kein Problem für Adler, ne? Das muss man ja auch so sagen. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Polanski. Lasogga verliert sofort den Ball. Sehr gut aufgepasst. Was ist das denn hier? Und er schießt. Boah, erzähl keinen Scheiß. Der Anschlusstreffer. Geht noch was? Oh, nö. Jetzt kassiert er das erste Tor, aber trotzdem zeigt heute eine aber sehr wie? Gute Leistung. Das stimmt absolut. Bisher hat er klasse. Ja, der war nicht so alt. Rausgeholt, was rausgeholt Scheiße. War. Und zwischendurch müssten ihm die Verteidiger einfach auch mal helfen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ah, das ist aber auch echt, ne? Lasogga geht da auch nicht ein Meter zum Ball. Das ist, es ist schon beeindruckend. Die Fans hier hinter ihm. Ja gut, er ist halt Strafraumstürmer, ne? Er ist absoluter Strafraumstürmer. Das spürt, das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Nein, gibt es nicht. Ich hab mir sicher. Giroud geht mit Ball und macht dann auf Bad Boateng. Lasogga. Das ist ein Foul. Mit dem Foul. Shit. Okay. Wir müssen eigentlich jetzt im Ballbesitz kommen und dann den Ball nach vorne bringen und halten vor allem. Den Ball halten. Auf den Ausgleich sein. Gregoritsch. Das könnte die Chance werden. Oh, wenn der ist durchgekommen, wäre noch auf Lasogga, ne? Ach, schade, ich hätte es ihm gegönnt. Aber wir haben gewonnen. So das Endresultat. Haha. Leider. 2:1, Freunde. Gegen Hoffenheim. Ich habe mit einem Nullspiel gerechnet, also nachdem wir 2:0 geführt haben. Da geht er runter und kann den Ball. Aber. Boah. Inacho, Pfosten. Pfosten. Okay, einmal Inacho Pfosten getroffen, einmal wurde. Dann hat wohl gar nicht zweimal Pfosten getroffen. Dann habe ich ihn ja zu Unrecht beschuldigt. Na egal. Egal. Schaden kann es nicht, oder? Nein, ich finde nicht. Aber was war mit Bremen? Die haben 1-1. Ah. 1-1. Schade. Na gut. Wir gucken uns einmal die Tabelle an. Oh, wir sind Dritter. Ist das schön. Ist neben noch hinter uns das Spiel? Ja, Köln. Die können aber nur 20. Oh, wir sind Dritter und bleiben Dritter. Nice. Bremen hat. Ach, Bremen hat nur 8 Punkte. Was habe ich denn mit 11? Habe ich Tordifferenz mal gesehen? Keine Ahnung. Bremen hat 8 Punkte. Schön. Gegen Frankfurt haben die eingeholt. Okay. Spielt unten noch wer? Oh, das wäre schön, wenn Freiburg noch gewinnt. Gegen wen spielt Freiburg? Gegen Gladbach, Mainz oder... Okay. Wir können aber noch trainieren. Komm, das machen wir in dieser Folge. Wir trainieren nochmal. Wir trainieren auf jeden Fall. Wir können auch mal wieder Wut trainieren, ne? Schusskraft fährt. Ja, das machen wir mal. Dann trifft er nicht so auf den Pfosten. Inacho trainieren wir auf jeden Fall auch. Der könnte auch noch ein bisschen besser. Nicht den Pfosten treffen. Flügelspieler, Kostic. Beweglichkeit, nice. Ich glaube, Kostic kann man richtig hochkriegen, wenn man den immer trainiert. Bin ich fest von überzeugt. Wir trainieren den und wir trainieren noch unseren Innenverteidiger. Oxford. Ah, der macht so große Sprünge, ne? Der ist auch noch nicht alt, der Junge. Wir haben ja wirklich nur sehr junge Spieler geholt. Und Oxford ist. Der ist echt dann. Oh, Inacho und Halilovic. Alter, was ist mit euch los?
Dieses Mal hat Oxford reingekackt, aber er hat wenigstens Deckung, hat er hochgemacht, ne? Auf 75. Wenn man sich die Werte sonst. Weitschüsse kann. Gut, aber gar nicht. Ja, gut, ist ein schneller, der immer in den Strafraum zieht, ne? Und bei Halilovic muss man unbedingt Ausdauer trainieren. Das ist so mies, was der da hat, ne? Aber Freunde, das und mehr sehen wir morgen in der nächsten Folge von FIFA 17 Karrieremodus. Mit mir, eurem Jardi. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr auch tut, ne? Also haut rein, Freunde. Bis morgen.